Hallo Freunde, willkommen zurück in Skyrim. Esperns Tür ist der Albtraum jedes Schlüsseldienstes. Jetzt, da sie endlich offen hat, hören wir uns mal an, was sie zu sagen hat. Viel Spaß! Kommt herein, kommt herein. Fühlt euch wie zu Hause. Ich trau dem nicht. Besser. Jetzt können wir uns unterhalten. Also kämpft Delphine immer noch nach all den Jahren. Ich hätte gedacht, Ja. dass ihr mittlerweile klar geworden ist, dass es hoffnungslos ist. Ich Naja, sie habe lässt versucht, es ihr zu kämpfen. erklären, schon vor Jahren. Also, den Löwenteil machen ja wir. Was ist eigentlich, warum hoffnungslos? Habt ihr Erzähl es mal. noch nicht kapiert? Nein, schrei nicht Was muss so. denn noch passieren, bevor ihr aufwacht und versteht, was vor sich geht? Alduin ist zurückgekehrt, genau wie es die Prophezeiung vorhergesagt hat. Der Drache vom Anbeginn der Zeit, der die Seelen der Toten verschlingt. Niemand kann seinem Hunger entkommen, hier oder im Jenseits. Alduin wird alles verschlingen und die Welt wird enden. Nichts kann ihn aufhalten. Ich habe versucht, es ihnen zu sagen. Sie wollten nicht zuhören. Der spricht mit zwei Dummköpfe. Stimmen. Es ist alles eingetreten. Und ich konnte nur zusehen, wie unser Untergang naht. Ja, Ragen sehr, sehr scharfsinnig. Also Ende der Welt klingt schon mal vertraut irgendwie. Oh ja, es wurde alles vorausgesagt. Das Ende hat begonnen. Alduin ist zurückgekehrt. Nur ein Drachenblut kann ihn aufhalten. Aber seit Jahrhunderten hat sich kein Drachenblut gezeigt. Ach, Es da scheint, finden wir als schon seien die eins. Götter unserer überdrüssig. Sie überlassen uns unserem Schicksal als Spielzeug von Alduin, dem Weltenfresser. Also jede Prophezeiung muss ja interpretiert werden und das kann man immer so oder so machen. Es gab schon viele Weltuntergangsprophezeiungen und keine davon ist eingetreten. Wahrscheinlich wurden sie nur falsch interpretiert. Was? Ihr? Kann das wirklich sein? Drachenblut? Dann gibt es Hoffnung. Die Götter haben uns nicht verlassen. Wir müssen gehen, schnell. Führt mich zu Delphine. Es gibt eine Menge zu besprechen. Oh je. Aber gebt mir nur einen Augenblick. Ich muss noch ein paar Dinge mitnehmen. Das werde ich brauchen. Nein, nein, nutzloser Tant. Hä? Wo ist meine kommentierte Hanoade? Also, ich habe schon So, viele Kurt, Verrückte du getroffen hier, weißt, aber dass ich die glaube, Zeit der knapp sprengt ist. den Ich Rahmen. darf den Talmor keine Geheimnisse hinterlassen. Noch eine Sache, die ich mitnehmen muss. Oh, wie töte ich einen Troll? Das ist gut. Das sollte wohl reichen. Dann mal los. Ja, ich suche gerade noch was. Brauchst du bestimmt nicht. Hast du noch rote Äpfel? Ich bin großer Fan roter Äpfel. Dann halt nicht. Wer ist da? Die schon Hilfe! wieder. Jemand muss etwas unternehmen. Au. Euer Kopf wird meine Wand spielen. Schon alles? Mehr habt ihr nicht erreicht. Oh, der haut ganz schön rein. Da sollten wir vielleicht ein bisschen heilen zwischendurch. Nur so eine Idee. Okay. Wie schaut's hier aus? Solche Teile sind doch immer zu dritt unterwegs. Er erzählt es euch. Fragt einfach. Aber das müsst ihr gar nicht. Er erzählt es sowieso. Verdammt. Ja gut, der arme Kerl hat so wenig, den wollen wir nicht auch noch beklauen. Ihr werdet mich niemals finden. Was zur Hölle? Da drin muss die Königin der Bekloppten sitzen.
Ja. Naja. Mit der ist nicht viel los. Dann müssen wir ihn ja nur zu Delphine bringen. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Sag mir nicht, Espen ist down. Nee, Gisur, wer auch immer Gisur ist. Was zur Hölle ist denn mit den Leuten los? Die haben ja ein Zeug dabei heute. Gisus Notiz. Beschreibung der Zielperson. Nord, männlich, soll auf den Namen Ragen hören. Wobei es sich um einen Decknamen handeln könnte. Wird sich wahrscheinlich nach Esbern und dem Rattenweg erkundigen. Nicht nähern. Informiert unverzüglich die euch zugeteilte Kontaktperson, wenn das Ziel gesichtet wird. Ja, Codename Ragen. Super. Wieso, da hast du nicht richtig gelesen, mein Freund. Esbern? Kann ich gar nicht haben, wenn mir Leute den Weg blockieren. Aber wir sollten irgendwann hier rauskommen. Okay, das ist aber eine kleine Truhe. Ah, zu viel. Ja, also. Nett. Naja, bevor wir es vergammeln lassen. Führen wir es dem guten Zweck zu. Iverstedt kann es gebrauchen. Das Symbol habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Ah, fast. Na also. Travins Bogen? Nicht magisch? Hm? Ushilaku. Was auch immer. Ich glaube, wir haben hier irgendein komisches Büro entdeckt. Und das ist eine Schmiede. Keine Frage. Das nehmen wir mal alles mit. Fackeln mehr oder weniger. Ah, richtig. Hier haben wir abgekürzt. Wunderbar. Wir sind auf einem guten Weg. Das war so gewollt. Ich wollte mich nur gründlich umgucken. Genau, jetzt geht es da drüben gleich zurück zur zersplitterten Flasche. Sollte nicht mehr lange dauern. Dann hätten wir Esbern wenigstens schon mal gefunden. Dann muss ich mir nur noch überlegen, wie wir den zurückbringen zu Delphine, vorbei an den Red Skulls. Sieh an, sieh an. Ich bin beeindruckt, Bürschchen. Ich war mir nicht sicher, euch jemals wieder zu... Wenn du mich weiter Bürschchen nennst, kannst du dir das gleich mal sonst so hinnageln. Falscher Ausgang. Hier haben wir extra die Zugbrücke runtergelassen.
damit sollte das kein Problem sein. Richtig. So gut wie raus aus der Stadt. So muss das sein. Oh, es ist schon wieder Abend. Aber wir sind an den 10 Uhr vorbei. Oh, bevor ich es vergesse. S-Bern. 30. Eisherbst. Oder was, 31.? Na, du weißt schon, was ich meine. Hm, haben wir ihm gar nicht sagen brauchen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, dann würde ich sagen... Ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Es ist schon lange her, dass wir mal gegen eine ganze Diebesbande ins Feld gezogen sind. Ja, dann komm einfach mit. Da draußen wartet eine ganze Armee roter Schädel. Ja, die Red Skulls werden wir jetzt erstmal ignorieren. Was gibt's denn? Bis zum nächsten Mal. Ja, wie gesagt, Red Skulls werden wir erstmal ignorieren. Wir reiten jetzt in einem Rutsch durch bis Ivarstedt, um S-Bern möglichst sicher durch das Gebiet hier zu bringen. Ich denke mal, dass der essentiell ist, das heißt ohnehin unsterblich, aber ich will es nicht riskieren. Und ja, wir haben die letzten zwei Episoden damit zugebracht, hier von Ivarstedt nach Riften zu kommen. Das muss jetzt nicht sein, dass wir wieder zwei Episoden brauchen, um nach Flusswald zu kommen. Also mal wieder rauf aufs Pferd und Vollgas. So habe ich auch ein bisschen Gelegenheit, noch über die Mods zu quatschen, was ich so alles verändert habe ein bisschen. Und zwar, das eine habt ihr schon gesehen, die Begleiter weichen jetzt tatsächlich leichter aus. Hat sich herausgestellt, dass ich ein falsches Modul installiert habe für diese Mod. So, wenn es das ist, was ich glaube, dass es ist. Ja. So, damit ist die Sache klar. Ich habe es gesagt. 5 dieser Zettel und ich suche diese Astrid. Wo sind sie hin? Da, 4 Stück haben wir schon. Damit sind es 5. Das heißt, wir suchen Astrid und treiben ihr die Späße aus. Versohlen die dunkle Bruderschaft, auf das sie uns endlich in Frieden lassen. Wurde auch langsam mal Zeit. Das heißt, wir liefern jetzt noch S-Bern ab. Hören uns an, was Delphine zu erzählen hat. Und dann machen wir uns mal auf den Weg zu Poventus Aveniki. Nein, Moment. Poventus Aveniki ist der Vogt von Weißlauf. Irgend so ein Knirps, der die dunkle Bruderschaft kontaktieren will. Das ist unser bester Einstiegspunkt. Und dann versohlen wir der dunklen Bruderschaft den Hintern. Auch mal interessant, die Sache aus der Richtung anzugehen. Habe ich nämlich noch nie gemacht. Ja, das wird lustig. Wo waren wir stehen geblieben? Mod bla bla, genau. Ey, das ist er! Das ist er! Ich habe euch vor ein paar Episoden von einem kopflosen Reiter erzählt. Wie sind denn die Chancen, dass wir den... Wie sind denn die Chancen, dass wir den so kurz darauf treffen? Guckt euch den an. Reitet total kopflos durch die Welt. Ah, da kam dieses Wolfsheulen her. Ich verstehe. Ja, okay. Wir haben jetzt allerdings gerade ein bisschen so einen Auftrag.
Und jetzt dem kopflosen Reiter folgen ewig lang. Passt nicht so ganz rein. Iverstedt oder... Komm, direkt nach Flusswald, dann haben wir es hinter uns. Dann müssen wir nicht nochmal in Iverstedt übernachten. Jetzt haben wir es schon so weit geschafft. Da wird Espen auch noch durchhalten bis nach Flusswald. Mod bla bla. Dritter Versuch. Und zwar... NSCs weichen besser aus, habe ich euch gezeigt. Dann eine kleine, sehr kleine kosmetische Sache. Die Köcher für Pfeile werden jetzt nicht mehr so auf dem Rücken getragen, sondern an der Hüfte. Wie Ragens Armbrustbolzen zum Beispiel. Oder bei Raya habt ihr das vielleicht gesehen in, im Rattenweg. Das, der Pfeilköcher ist da jetzt so unten am Gürtel. Immer noch am Rücken, aber hängt tiefer. Grund dafür, wenn man jetzt noch einen Rucksack anzieht, dann passt das so besser. Hört ihr auf? Seid ihr zum Sterben bereit? Euresgleichen hat keinen Platz hier. Das war schon alles? Ach so, Vampire. Ey, Vorsicht. Da ist richtig Action jetzt. Oh. Düster war die Nacht. Als Ragen nix sah. Im Schneesturm. Oh, super, ist das wieder finster. Genug, genug, ich ergebe mich. Ja, soll mir recht sein. Ich habe jetzt nichts gegen die. Die hat mir nichts getan. Und die Stender-Elite kümmert sich schon um diese einzelne Vampirin. Außerdem lassen die Stender dann uns in Ruhe. Hat auch Vorteile. Köcher hängt niedriger. Damit das mit dem Rucksack besser passt. Und ich hatte das eigentlich in Vorbereitung auf eine andere Mod installiert. Hat sich dann aber herausgestellt, dass das mit der Mod nichts wird. Geblieben ist das mit dem Köcher, aber ich finde das trotzdem ganz angenehm. Wenn es mit den Rucksäcken dann besser passt. Warum nicht? Schadet ja nicht. Ja, aus meinem eigenen Spielstand habe ich jetzt nochmal einige Mods einfach aktiviert gelassen. Hauptsächlich Mods, die Ragen bisher nicht benutzt hat. Ich hoffe mal, dass die jetzt nicht so weiter stören, aber ständig die Mods einschalten, ausschalten, rauf, runter, hin und her. Ich denke mal, das hat mit dazu geführt, dass der Spielstand von Ragen beschädigt wurde. Das ständige Mod hin und her. Deshalb habe ich mir gedacht, solange uns die Mods nicht stören, lasse ich die weiter am Laufen. Und hoffe mal, dass es dann etwas stabiler funktioniert. Eine der Mods wäre zum Beispiel Better Vampires. Das heißt, die Vampire werden deutlich härter jetzt. Haben auch neue Fähigkeiten. Wie gesagt, Ragen benutzt es nicht. Ist ja kein Vampir, ist Werwolf. Aber die Vampire, gegen die wir kämpfen, könnten dadurch auch betroffen sein und dadurch deutlich stärker. Ja, wir werden es sehen. Aus einem Schneesturm ins Gewitter. Das ist ja super. Aber immerhin, wir haben es fast geschafft. Da ist schon Flusswald. Wir sind so gut wie beim schlafenden Riesen. Dann müssen wir nur noch hoffen, dass Espern gut durchgekommen ist. Und dann sollten wir ein freudiges Wiedersehen mit Delfin erleben. Ihr hättet nie herkommen sollen. Was? Aber sie ist bereits mein. Fragen, beweg dich. Was zur Hölle? Ich könnte hier etwas hinterher. Ha, ha, schön euch
wiederzusehen. Es ist lange her. Es ist auch schön, euch zu sehen, Esper. Es ist viel zu lange her, alter Freund. Was zur Hölle? Nun gut, ihr habt es wohlbehalten hierher geschafft. Gut, komm, ich weiß, wo wir reden können. Vorsichtig! Ordner, übernehmt für einen Moment die Theke, ja? Ja, natürlich. Ach, hier war ein Werwolf mit reingekommen. Kein Wunder, dass alle ausflippen. Geduld. Gebt mir einen Moment, dann erkläre ich euch alles. Ja, ist schon recht. Mal sehen, was Esbern zu sagen hat. Sollten wir das nicht vielleicht im Keller besprechen? Ragen entwickelt sich noch zu einem echten Kellerkind, wenn das so weitergeht. Und gerade mit so vielen Begleitern ist die Treppe dort nicht ganz unproblematisch. Wie das alles klappt, erfahrt ihr morgen, wenn ihr wollt. Bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.